Also mein Name ist Jonas Kaifers, ich studiere Informatik in Karlsruhe. Mein Name ist Janik Bruckermeier, ich studiere Medienwissenschaften in Bayreuth. Ich bin Vincent Lippert, ich studiere in Karlsruhe Informationswirtschaft. Und wir sind alle drei ehemalige Schüler des Schiller-Gymnasiums hier in Offenburg. Und wir veranstalten seit 2015 LAN-Partys bei uns hier an der Schule und haben uns von Jahr zu Jahr weiterentwickelt und neue Felder erschlossen. Nein. Ich finde, es wird in der Schule eher zu viel verschwiegen. Also es wird zu arg ausgegrenzt und dadurch versuchen die Schüler es eben über Handyspiele oder sonst wie wieder in die Schule zu bringen. Und genau das ist dann der kritische Punkt, dass genau das eben nicht kontrolliert wird. Es wird zwar vielleicht ein Handy verboten, aber wir wissen alle, man kommt trotzdem mit seinem Handy irgendwie durch. Lieber kontrolliert an die Sache mit dem Gaming und neuen Medien, vor allem Videospielen, rangehen und den Schülern zeigen, wie sie richtig damit umgehen können, als die Schüler das unter der Hand irgendwie lernen zu lassen und denen quasi erstmal beizubringen, wie man damit umgehen kann. Und dass es sogar Spaß machen kann zu lernen. Viele Lehrer wissen halt nicht, dass es solche Spiele gibt, dass es Spiele gibt, mit denen man zum Beispiel im Geschichtsunterricht helfen kann. Zum Beispiel könnte man die ja auch als Hausaufgabe geben. Also einfach anstatt sagen, lest euch die 100 Seiten durch, spielt das Level und erlebt die ganzen Sachen. Und den meisten Lehrern ist einfach nicht bewusst, dass es solche Spiele gibt und dass solche Spiele meistens effektiver sind als irgendwelche Artikel oder irgendwelche Aufschriebe. Man sieht ja heute schon, dass Lehrer viel mit interaktivem Lernen versuchen, die Schüler irgendwie zu motivieren oder sonst wie. Genau das ist bei Videospielen ziemlich gut möglich, da es eben ein interaktives, visuelles Lernen ist, wo man sich auch selbst motiviert, in gewisser Weise weiterzumachen bzw. mehr zu lernen, weil es einfach Spaß macht. Ein Tipp an an Lehrer wäre noch, vielleicht sich mit dem Thema ein bisschen tiefer zu beschäftigen, um mal vielleicht einen Nutzen für den Unterricht zu ziehen. Alle Medien werden für Eröffnung im Unterricht, ob es ein Video ist, ob es ein Bild ist, ob es ein Text ist, werden zur Eröffnung vom Unterricht genutzt. Warum nutzt man jetzt sowas wie den Geschichtsmodus von den neuen Assassin's Creed-Teilen, um eine Geschichtseinführung zu machen? Oder Minecraft, wir haben Minecraft genutzt, um Schaltungen oder Anfangssachen von Informatik zu lernen. Warum nutzen das nicht mehr Schüler? Da macht Schülern das auch mehr Spaß, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Also es gibt ja schon viele Beispiele, zum Beispiel Minecraft für Informatik, um Schaltungen nachzubauen und so weiter. Was in der Informatik auch als Spiel ganz gut ist, was bei Schülern gut ankommt, ist Human Resource Machine, was Prozessorabläufe und so weiter simuliert und wo man halt spielerisch an Themen rangeführt wird, was bei Schülern meistens einfach besser ist, weil sie offener sind. Also wenn es heißt, heute spielen wir, am Ende lernen sie trotzdem was, aber sie haben halt Spaß dabei. Und das ist der Faktor, warum die Schüler besser lernen und auch lernen wollen. Ich glaube, gar nicht so viel. Die Schüler haben viel in ein Handy oder auch einfache PCs, können so Sachen wie Minecraft, eine Human Resource Machine, so einfache Lernspiele, die schon auch für Schüler Spaß machen können, können auch heutzutage schon auf den PCs funktionieren, die wir heute haben. Immer mehr Schulen benutzen Tablets. Auf Tablets laufen heutzutage ganz viele Spiele. Die ersten Spiele werden über Streaming, kann man die inzwischen spielen, ohne wirklich einen starken PC zu haben, sondern man hat Plattformen wie Netflix, die einem das Spiel streamen und es funktioniert mit der einfachsten Technik. Es gibt heutzutage schon viele Lernprogramme, die man nutzen kann. Die habe selbst ich als Kind schon in der Grundschule benutzt, um besser Vokabeln zu lernen oder Rechtschreibung besser zu lernen. Das gibt es heute schon. Und zum Weiteren, viele Spiele basieren auch auf sehr viel Text. Ein Zelda, da spricht die Hauptperson, spricht selber nicht. Das ist alles Text, was man selber lesen muss. Genauso wie Sachen wie Dark Souls. Da sind hunderte Zeilen an Text drin, die jemand lesen muss und oft zum Beispiel auf Englisch lesen muss und dadurch eine weitere Fremdsprache lernt. Genauso in Chats, in kompetitiven Spielen, ist die Umgangssprache Englisch. Mein Wortschatz wäre heute nicht so groß, wenn ich nicht auf Englisch spielen würde. Also in Spielen wie zum Beispiel Rainbow Six muss man halt sehr strategisch vorgehen und dann halt eben mit allen Teammitgliedern absprechen, so wo ich welches Gerät, auf was muss man achten, so geht nicht durch die Tür, sondern geht den Gang weiter entlang. Und dadurch lernt man halt zum einen aufeinander zu vertrauen und darauf zu achten, was die anderen sagen und halt die Zusammenarbeit zu schärfen. Ich glaube, für die Grundsachen bringen einem Games da nicht viel. Da
Games doch einfach an den Computer gebunden sind und man in der modernen Welt nun mal zwar oft PCs vor sich hat, aber nicht immer. Man muss immer noch schreiben können, man muss noch rechnen können, auch wenn vieles mittlerweile das Handy übernimmt. Es ist aber immer mal gut, auch die Brötchen im Kopf zusammenrechnen zu können. Der große Vorteil ist, dass die Schüler motiviert sind, die Sachen zu erlernen. Also wenn es heißt, heute spielen wir Rainbow Six und trainieren Teamfähigkeit, haben halt alle Schüler wirklich Lust darauf. Und dann wird das Ganze auch besser umgesetzt und man nimmt halt was aus dem direkten Umfeld der Schüler, wo die auch in der Freizeit Spaß dran haben und überträgt es dann und damit lernen sie halt viel, viel schneller und effektiver. Schulen sollten dieses Spielen lernen, was durch Spiele gefördert wird, viel mehr in ihren Fokus in den Schulen setzen. In Amerika gibt es die ersten Beispiele, in der Schulen Levelsysteme einbauen, um die Schüler daran den Spaß entwickeln, dass man lernen soll. Man bekommt für Aufgabe wie XP in einem Videospiel und man kann sehen, wie der Fortschritt ist, indem man was lernt. Das Aufzeigen von Fortschritt wäre in der Schule viel, viel wichtiger, noch mehr umzusetzen, den Schülern zu zeigen, du lernst was und nicht den Schülern sagen, ja, es war eine 3, nee, aber ihnen zu zeigen, du bist von einer 6 auf eine 3 und das irgendwie visuell darzustellen, wäre für Schüler, glaube ich, eine sehr hohe Motivation. Der Unterschied ist auch, dass die Schüler in Spielen verlieren und wieder anfangen und das gleiche wieder machen. In Mario fallen sie in den Abgrund, sie machen das Level immer und immer wieder. Diese Lust am Schaffen eines Levels oder am Schaffen des Unterrichts muss auf die Schule übertragen werden. Die Schule sollte nicht es sollte den Schüler loben und nicht durch die Noten runtermachen, sondern eher den Schülern aufzeigen, was sie gut gemacht haben. Das Problem an der Schule ist vor allem, dass die Noten oft als Rivalismus gesehen werden. Dass jemand mit guten Noten jetzt vielleicht von den anderen, sagen wir, gemobbt wird, weil er eben so gut ist. Und dass man eben genau sowas nicht mehr hat, dass es eher ein gemeinschaftliches ist, dass versucht wird, jeden Einzelnen mitzuziehen und dass es nicht darum geht, schon direkten Rivalismus aufzubauen, wie vielleicht später im Berufsleben. Die Schule sollte den Schülern das Verlieren oder Fehlschlagen genauso auch belohnen, könnte man sagen. In einem Spiel verlierst du ein paar Mal und bekommst dadurch dann eine größere Unterstützung. Ein Beispiel ist Battlefield. Wenn du 2 Runden verlierst, bekommst du ein Behemoth heißt es in Battlefield, das ist ein größeres Fahrzeug, was einem extra Unterstützung gibt. Das Verlieren nicht immer etwas Schlechtes ist. Sollte das Schulsystem in Deutschland besser übermitteln können. Es wird ja oft gesagt, aus Fehlern lernt man oder aus Fehlern soll man lernen. Meiner Meinung nach in der Schule aber eher weniger umgesetzt. Und das könnte sich durch Games eben ändern. Ja gut, wenn man ein Level schafft, halt je nachdem wie lange man dran saß, halt Freude, je nachdem Erleichterung. Und es ist halt eine Belohnung. Man wird belohnt für das, was man geschafft hat und auch für die Zeit, die man investiert hat. Es ist, ja, man ist glücklich, weil man, auch wenn es nur ein kleiner Fortschritt ist, man ist weitergekommen in der Schule. Wenn man von einer 5 auf eine 4 bis 5 weitergekommen ist, diese Belohnung, die fühlt man nicht. In einem Level, man schafft einen weiteren Sprung in einem Jump'n'Run, das fühlt sich viel, viel besser an, als ob wenn man von einer 5 auf eine 4 bis 5 gekommen ist. Zumal eben die 4 bis 5 immer noch genauso schlecht dargestellt wird wie eine 5. Es ist nun mal eine schlechte Note. Das Abi ist ja. Mit den Lehrern vielleicht mal anfangen, abseits des Unterrichts darüber zu reden und dann so Sachen, zum Beispiel, dann spielt man daheim den Assassin's Creed Geschichtsmodus und kann dann einem Lehrer beeindrucken vielleicht damit, dass man ein höheres Geschichtswissen hat, was man nicht in der Schule bekommen hat, sondern durch ein Computerspiel. Und vielleicht fragt dann der Lehrer, wird nachfragen, woher man das alles schon weiß. Und wenn man dann dem Lehrer sagen kann, das habe ich aus einem Computerspiel gelernt, dann wird auch ein Lehrer neugierig, warum kann ein Spiel sowas einem Schüler so gut beibringen, während die Schüler ein halbes Jahr im Unterricht sitzen und in der Arbeit trotzdem eine 6 schreiben und der Schüler daheim sitzt und es durch ein Videospiel innerhalb von 4 Stunden lernt. Insgesamt sollte man
über mehr gesellschaftliche Themen reden. Man sollte die Kinder besser auf die Gesellschaft vorbereiten, unter anderem auf digitale Medien, weil viele doch einfach aus der Schule rauskommen und diese typischen Fachidioten sind schon nach der allgemeinbildenden Schule, was ja eigentlich nicht der Fall sein sollte. Ich habe leider die Befürchtung, dass das spielend Lernen erstmal nicht in die Schule kommt. Ich hoffe aber, dass die Schule den Bildungsauftrag mit digitalen Medien ernster nimmt und das Schulfach Lernen mit digitalen Medien fester verankert, weil Schüler müssen den Umgang mit neuen digitalen Medien lernen. Das ist schwierig, nur im Elternhaushalt zu lernen, weil es ist immer, der Lehrer ist eine teilweise ernstzunehmendere Instanz als ein Elternteil. Wenn der Elternteil sagt, spiel nicht so viel, das und das passiert, da hört man weniger drauf, als wenn der Lehrer sagt, das und das sind die Folgen. Wenn der Lehrer das einem näher beibringt, hoffe ich, dass das mehr in der Schule verankert wird.